wenn Christus mehr und mehr Gestalt annehmen soll in unserem Leben, will wir uns auch mit seinem Wort auseinandersetzen, dann wage ich zu behaupten, hat jeder von uns so ganz eigene Bilder von diesem Jesus. Vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar wie im Moment die Panini-Kleber, die man sammeln kann, weil ja dann nächsten Samstag die Europameisterschaft anfängt. Und ich habe mir mal erlaubt, dass ein paar Kleber von Jesus machen, so Bilder, die wir von ihm haben. Die einen sehen in ihm den Jesus, der Kind auf die Schoss nimmt. Andere denken, nein, wenn ich von Jesus rede, dann sehe ich den, der Gute hirrt, oder? Der dreht mich durch alles dadurch. Andere wiederum, die sehen Jesus, das ist doch der in der Krippe. Der mich anstrahlt, ziemlich harmlos, der tut mir nichts. Wiederum andere haben ein Bild von dem gekreuzigten Jesus, weil das ist das Bild, das sie prägt bekommen haben, weil sie so immer gesehen haben, vorne im Altar. Was man anschaut, wird dann grösser. Und wiederum andere, die sehen in Jesus, das ist der Auferstandene. Da müssen wir lernen, vor einem leeren Grab zu stehen, weil da ist die Kraft vom Evangelium. Und heute bringe ich, ich würde mal sagen, ein Panini-Kleberli. Hey, ich bringe das nicht ganz zusammen. Darum ist es noch leer. Da kommt mir ein Jesus entgegen und das kann ich mit dem Evangelium und mit den anderen Geschichten fast nicht zusammenbringen. Es ist so schräg, es ist so kalt, es ist so befremdend. Und als ich 2, 3, 4, 5 Mal den Text gelesen habe, ich gedacht, doch, es passt zu Christus. Und die Entdeckung, die ich gemacht habe, die teile ich mit euch. Und vielleicht darum, weil es ein bisschen scharf ist, habe ich heute mein Chili-Hemdli angelegt. Ein bisschen. Und vielleicht kommen dann die ein oder andere Tränen rein. Wie Heidi bereits erwähnt hat, mit Schlüsseln, die etwas auftun, habe ich 3 Schlüssel entdeckt in diesem Text. Ich stelle nicht den Anspruch, dass alle 3 Schlüssel jetzt gerade neue Türen auftun. Doch, wie wir es bereits gebetet haben, Herr, welchen Schlüssel könnt mir für meinen kommenden Alltag etwas auftun? Was ist neu, Herr? Was möchtest du durch den Gottesdienst, durch die Anbetung, durch den Predigtext etwas Neues aufschließen? Schlüssel machen ja immer etwas auf. Und wenn ihr wollt mitschreiben, dann schreibt mit. Wenn ihr sie in euer Smartphone wollt reintexten, macht es. Wenn ihr wollt intervenieren, dann steht auf. Schaut, für mich lebt es. Ihr merkt, ich bin ein Spielmacher. Ich brauche einen Mitspieler. Ich brauche eure freundlichen Blicke. Ah, danke. Es lebt vom Miteinander, dürfen mal in den Text reingehen. Und der Text ist bekannt, der ist aus Matthäus 15. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Und jetzt lesen wir das zusammen. Ich brauche eine Sprecherrolle und darf ich euch bitten, ihr seid die Sprecher. Alle Männer sind Jesus. Und Jesus ist hier gelb markiert. Ich brauche alle Frauen für die Frauenrolle, die da drinnen vorkommt. Und jetzt brauchen wir noch einen Jünger. Bist du der Jünger, repräsentativ für alle 12 Jünger? Also, und so fangen wir mal zusammen an, in den Text einzutauchen. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger. Erfüll doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir! Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch gelten. Da sagte Jesus zu ihr: Frau,
Der Jesus, der gekommen ist, um den Gefangenen zu sagen, ihr seid frei. Der Jesus, der Zeit verbracht hat mit den Zöllnern und den Prostituierten. Der Jesus, der sich mit den Verbrechern abgegeben hat. Der kommt hier so hart über. So kühl. So distanziert. Du, das ist alles andere als barmherzig. Der Jesus, der restlos sagt, kommt alle zu mir, ihr, die mühselig und beladen sind. Ja, das ist Entschuldigung. Geht nicht. Heute geht es nicht. Wir können jetzt den Text sehr kalt lesen. Wir können den Text sehr warm lesen. Wir können ihn sehr hart auslegen. Fakt ist, das Panini-Kleberli passt für mich nicht mehr in meine Kollektion rein. Den Jesus kenne ich nicht. Man könnte wirklich sagen, er sagt, los, gute Frau, deine Not kümmert mich heute nicht. Es ist heute nicht dran, dass ich für dich einstehe. Heute nicht. Kurz zum Kontext. Matthäus 15, Jesus zieht in der Gegend von Genezareth am See entlang. Und die Botschaft, die er hat für sein Volk, die kommt nicht an. Er erlebt immer wieder Widerstand und Ablehnung. Er hat bereits größere Konflikte mit der Obrigkeit. Und auch die Jünger merken, dass das, was er erzählt, nicht greift und, oder nicht gehört werden will. Und so zieht er sich zurück in eine Gegend, wo er nicht bekannt ist, um dort zur Ruhe können zu kommen mit seinen Jüngern. Heute würde man sagen, er würde eine Retrette gestalten, ein Debriefing, After Action Review. Und um einander wieder zu spüren, wo sind wir dran? Aber genau da, wo er unterwegs ist, etwa nach einer Tagesreise, kommt eine Frau und sieht in Jesus die Hilfe von ihrem Leben. Und Jesus, wie wir es gelesen haben, was macht er? Nichts. Zuerst mal gar nichts. Jesus zeigt die kalte Schulter. Interveniert nicht. Und wisst ihr noch, wer als erstes reagiert hat? Die Jünger. Die haben es nicht mehr hören, das Geschrei. Das könnt ihr euch mal vorstellen, wie laut die geschrien hat. Oder wie lange Jesus einfach nicht gehört hat. Die Jünger intervenieren und sagen, Herr, mach dem ein Ende. Hey, es ist doch ein Win-Win für beide. Du greifst ein und wir haben alle Ruhe. Das ist doch ein nüchtern Teil von diesem Text. Herr, jetzt hast du schon so viele Wunder gemacht und was... Wieso nicht jetzt? Weil dann haben wir alle Ruhe. Das ist auch das, was wir wollen. Und dann wirft sich die Frau vor den Jesus nieder, vor seinen Füßen, so, dass er nicht mehr weiterlaufen kann. Sie baut wie eine, sie macht sich selber zur Barriere und sagt Jesus, halt, du darfst nicht weiterlaufen. Jetzt rett Jesus. Und was sagt er ihr? Schau, das ist doch so barmherzig. Habt ihr nicht das Gefühl? Das ist doch so voll liebevoll. So wie wir es vorher gesungen haben im Lobpreislied. Hey, was er ihr sagt ist, gute Frau, du bist weder Sohn noch Tochter, du bist Hund. Steht hier aus dem Wort Gottes. Das bringe ich nicht zusammen. Und jetzt könnt ihr sagen, halt, halt. Übersetzungsfehler aus dem Griechischen. Es sind nicht die wilden Hunde gemeint, es sind die Haushunde gemeint. Ja, schau, das macht es nicht schöner. Du bist nicht Kind. Hund ist ein Hund. Ja. Du bist nicht Sohn, du bist nicht Tochter, du bist Hund. Ja, gerungen. Ich kenne Jesus aus dem Kindergottesdienst, wo wir besingen, Herr, du machst alles für mich. Und ah, ja, Gott hat alle Kinder lieb. Das ist eben der Jesus, der alle auf die Schoss nimmt. Der unschuldige Krippe, der Auferstandene. Und jetzt hier, Jesus wagt Nein zu sagen. Und das ist mein erster Schlüssel, den ich in diesem Text erkannt habe. Jesus wagt Nein zu sagen. Ich bin vom Typ her einer, der schlecht Nein sagen kann. Ich sage lieber gerne Ja. Und Jesus lebt mir hier etwas vor, das sagt, halt, ich sage Nein.
Ich sage Nein. Und ich möchte die Botschaft heute all denen schenken, die vielleicht wie ich immer wieder die Mühe haben, um Nein zu sagen. Und ich hänge es ganz bewusst an Jesus Christus, einem Auferstandenen auf. Der konnte Nein sagen. Und im Lesen des Textes würde ich sogar sagen, der konnte Nein sagen, ohne schlechtes Gewissen. Heute nicht. Heute ist es nicht dran. Ich merke, wenn ich Nein sage, dann habe ich oft ein schlechtes Gewissen. Jeckel ist Trost, wie denkt sie oder er über mich? Und jetzt ist es wieder eine Schieflage in der Beziehung und so weiter. Das ganze Gedankenkonstrukt. Mir macht der Eindruck, Jesus sagt Nein. Könnte es echt sein. Weil sich Jesus hat abgrenzen konnte, weil er ein Ziel hatte. Weil er einen Auftrag hatte. Weil er um seinen Auftrag gewusst hat, hat er sich müssen und können abgrenzen. Wer kein Ziel hat oder wer nicht um seinen Auftrag weiss, der könnte sich allenfalls, heute würde man sagen, in einem Burnout landen. Und Jesus interveniert und sagt, stopp, gute Frau, heute nein. Gut möglich, dass es hier ganze Haufen Anwesende haben, die sagen, hey, das kann ich. Die Lektion von Jesus, die habe ich bereits in meinem Leben verinnerlicht. Das sage ich, preis den Herrn. Da seid ihr nämlich am Evangelium ganz nach. Da seid ihr ganz nach bei Jesus. Mein zweiter Schlüssel in diesem Text ist, wag Nein zu sagen, weil du Ja gesagt hast. Wir können nur dann gesund oder eben ohne schlechtem Gewissen Nein sagen, wenn wir wissen, zu was wir Ja gesagt haben. Und das war bei Jesus der Fall gewesen. Wie wir es aus dem Text herausgehört haben, er hat Ja gesagt zu dem Volk von Israel, zu ihnen habe ich einen Auftrag. Ich habe ein Ja zu diesen Jüngern. Und ich habe ein Ja zu dem Volk, das so störrisch ist und nicht hören will. Und es wird mich alles kosten, sogar das Leben wird mich kosten. An ihnen habe ich einen Auftrag. Und es war eine Nichtjüdin, es war von einem Ort, der eben nicht zu diesem Volk gehört hat. An ihr hat er keinen Auftrag gehabt. Und da grenzt er sich ab. Und es sind die Jünger, die dann das Evangelium werden weitertragen. Im Rahmen von meiner Beratungstätigkeit will ich mit Männern und Pärchen konfrontiert, die auch Nein sagen. Ja, nein, das geht nicht. Weißt du, die Familie, es ist so anstrengend im Moment. Und nein, die Arbeit, das geht nicht wegen der Arbeit. So viel Stress. Und nein, es geht auch nicht. Weißt du, das ist noch eine Gemeinde. Und wenn ich dann mit ganz viel Respekt und Liebe anfrage, merke ich, die sind nicht bei der Familie. Die sind auch nicht in der Gemeinde. Sie sind auch nicht bei der Arbeit. Sie schieben etwas vor, um etwas zu verstecken, weil ihr Nein oder ihr Ja nie ganz ist geklärt worden. Wenn unser Nein ausgesprochen wird, dann steht das Nein im Dienst von einem Ja. Ich habe irgendwann mal zu etwas im Ja gesagt. Und da möchte ich uns als Gemeinde, als Versammlung neu dazu ermutigen, sich zurückbesinnen, zu was habe ich Ja gesagt. Und erneut hängen wir so Christus auf. Der hat gesagt, ich habe ein Ja für das Volk, Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Ich habe ein Ja zu meinen Jüngern. Und die tragen die Botschaft bis ans Ende der Welt. Und das Ende der Welt ist eben nicht hinter Macklingen, ihr Lieben. Das wisst ihr. Das muss ich uns Berner Oberländer immer wieder in die Erinnerung rufen. Das Ende der Welt, das ist ein anderes Ende der Welt. An ihnen habe ich einen Auftrag. Darf ich fragen, zu was hast du Ja gesagt? Hast du Ja gesagt zu einer Partnerschaft, zu einer Ehe? Ja, dann steht dein Ja im Dienst vor Zweisamkeit. Dann steht dein Ja im Dienst vor Wertschätzung. Dann steht dein Ja im sich einmitten. Und du darfst mit ganz gutem Gewissen all dem Nein sagen, wo die Partnerschaft torpedieren will. Hast du Ja gesagt zu Kind? Dann steht dein Ja im Dienst von ganz viel Energie, Nerven. Und so weiter da rein investieren. Als 40% Hausmann weiss ich um das Ringen. Dass du am Abend einfach kaputt bist und denkst, was habe ich heute gemacht?
Ich habe ein Ja zu meinen Kindern. Und darum darf ich Nein sagen, wenn irgend sonst noch ein Angebot kommt. Es liegt schlichtweg nicht drin. Ich habe Ja gesagt für die Nachbarschaft. Ich lebe in einem Quartier, ihr habt ein Ja für eure Nachbarn da hinten. Die sind euch wie geschenkt worden. Habe ich ein Ja für meine Nachbarn? Habe ich ein Ja für die Gemeinde, für die Bewegung, wo wir drinnen sind? Und es lässt uns ganz entspannt sein, dass andere Glaubensgeschwister, die in einer anderen Form und in einer anderen Gottesdienstkultur Gottesdienst feiern. Weil wir haben Ja gesagt zu Bio. Unser Ja heisst Ja für die Bewegung. Wenn wir Ja gesagt haben, dann wissen wir, wo wir dürfen heranschauen, wo wir dürfen investieren. Und es lässt uns mit Hörschnaufen und mit einem guten Gewissen halt auch mal dürfen Nein sagen. Und ich hoffe ganz fest, dass du Ja gesagt hast zu Jesus Christus. Weil in dem Moment, wo sein Ja in unserem Leben Gestalt annimmt, dann spielt auf einmal sein Reich eine Rolle. Und dann dürfen wir ganz entspannt Nein sagen zu all diesen gesellschaftlichen Einflüssen, die gerne unseren Alltag möchten dominieren. Ja, Amen. Amen. Ich habe den Eindruck, dass Menschen, die bewusst Ja gesagt haben, sich gut abgrenzen können, ohne schlechtes Gewissen. Und selbst der Retter vor der Welt, anno dazumal, am See Genezareth, hat sich abgrenzen und hat nicht auf alle Not können, darauf eine Antwort geben. Auch er war begrenzt. Da, wo wir Ja sagen, ja. Ich möchte etwas fragen, weil da kommt mir noch etwas anderes hin. Und das ist schon eine schwere Sache. Hier. Ja. Manchmal muss ich sagen, weil wir nicht alles verstehen können. Aber er sagt ja auch, wenn jemand in Not ist, dann sollen wir nicht nur sagen, wir kommen morgen, sondern wir kommen jetzt. Und wenn wir mit jemandem laufen, sollen wir noch 2 Meter mehr gehen. Richtig! Vereinbarung, das verstehe ich nicht. Und schenken wir 5 Minuten und dann machen wir es zusammen. Du. Als wärst du mit mir in der Vorbereitung gewesen. Danke, mein Herz wird gerade warm. Da, wo Menschen, und das ist gerade das Stichwort, da, wo Menschen zu lang über ihre Grenzen laufen, da werden sie keine Kapazität haben können, spontan auf eine Not, die ihnen vor die Füße geworfen wird, können eine Antwort geben, weil sie restlos schon überfordert sind. Weil sie nie ganz klar haben, zu was habe ich Ja gesagt. Und ich erlaube mir gerade noch einen anderen weiteren liebevollen Einschub reinzugeben. Es gibt Situationen, da haben wir nie dazu Ja gesagt. Sondern dass sie äußerliche Umstände auf uns reinkommen. Zu denen haben wir nie richtig Ja gesagt. Oder nie wollen Ja sagen. Die Begleitung von einem Ehepaar, das kinderlos bleibt. Ihr Wunsch ist, Kinder zu haben. Begleitung von Männern und Frauen, die sagen, hey, ich möchte einen Partner, aber ich finde niemanden. Diagnosen, die auf einmal in ein Leben eintreten, hey, Entschuldigung, ich habe nie Ja gesagt zu dem. Und dann werde ich ganz still und erkenne mich zum Teil in den Jüngern, die sagen, Herr, jetzt greif endlich ein. Und ein Teil von mir erkennt sich in die Frau, die sich vor Jesus hergibt und sagt, Herr, hey, du kannst unmöglich weiterlaufen. In beiden oder in allen 3 Rollen, wie wir es gelesen haben, erkenne ich mich dann wieder ein Stück weit drinnen. Wagt Nein zu sagen, weil du Ja gesagt hast. Und wer die Geschichte aus Matthäus kennt, und wir haben sie ja alle zusammen gelesen, der merkt, es geht faszinierend weiter. Zuerst die kalte Schulter, dann einfach Stille. Und dann redet Jesus mit den Jüngern, beachtet sie gar nicht. Dann wirft sich die Frau her und dann sagt Jesus, Entschuldigung, du bist Hund. Schaut, das ist doch ein super Evangelisationskonzept für Feministen. Glaubt ihr das? Hey, das kannst du nicht bringen. Die Frau, die hat auch Ja gesagt. Die hat auch Ja gesagt. Und schaut, Jesus ist nicht stur. Und jetzt kommt das genau, was du bereits spürst.
aus dem Text heraus, Jesus ist nicht stur. Es gibt Menschen, die halten sich ganz fest an ihrem Konstrukt, rechts und links begrenzt, dass es ihnen Sicherheit gibt. Und sie merken nicht, dass sie kaltherzig werden, unnahbar werden. Ich möchte sagen, für mich kommt aus dem Text heraus, Jesus, der war innerlich elastisch. Er hat auch Sprungfedern gezeichnet. Wag Nein zu sagen, weil du Ja gesagt hast, aber bleib innerlich elastisch. Und so einer möchte ich auch immer bleiben und auch mehr und mehr werden. Ich will um meinen Auftrag wissen, ich will wissen, wo kann ich mich abgrenzen, aber ich möchte innerlich elastisch bleiben. Denn wenn Gott mir etwas vor die Füße wirft, wie es jetzt du gerade auch in die Runde hineingegeben hast, dann möchte ich ganz spontan können auf die Not eine Antwort geben, die eben jetzt muss behandelt werden. Und nicht erst, Entschuldigung, wann habe ich den nächsten Freitermin? In 2 Wochen. Kommst du dann noch einmal vorbei? Nein. Dass ich jetzt Antwort geben kann. Weil wenn wir permanent am Limit sind, permanent überall verbucht und verplant, dann geht das, was uns vor die Füße geworfen wird, kaputt. Ihr spürt meinen Herzschlag. Ich möchte uns alle ermutigen, einladen. Welcher Schlüssel auch immer zu euch jetzt gerade zugesprochen hat. Ein Bild oder ein Satz, eine Aussage hier oder aus der Runde raus. Was spricht da? Weil vor 5 Monaten haben wir den Jesus gefeiert, der in der Krippe ist. Aber wir feiern nicht den Jesus in der Krippe. Wir feiern den Jesus, der in unserem Leben Gestalt annehmen will. Und ich merke irgendwie, das Bild von Jesus hier, das passt auch zu all diesen Bildern, die sagen, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin die Auferstehung und ich bin der Rebstock und ich bin das Licht. Und ich bin auch der, der vielleicht zuerst ganz befremdend kommt, aber innerlich so elastisch ist. Ich bin der, der sich muss auch können abgrenzen. Und wenn es uns gelingt, in all diesen Anforderungen dürfen, unser Ja mit einem Ja und ein Nein mit einem Nein zu beantworten, dann werden wir warmherzig bleiben für das, was uns vor die Füße geworfen wird. Vielleicht, ihr Lieben, hätte der Vorstand in nächster Zeit wieder ein bisschen Lampen, wenn es um die Mitarbeiterfrage geht. Wer könnte noch helfen? Wir sollten und wir brauchen und wir suchen, weil die eine oder andere nervös hat nicht der Stufe gesagt, hey, ich darf Nein sagen, weil ich mal Ja gesagt habe zu etwas anderem. Ich bin selber ein Lernender. Ich bin selber einer, der an dem am Arbeiten ist. Ich möchte mit euch weiterhin dem Jesus begegnen, wo warmherzig geblieben ist. Amen. Ja, wenn es uns gelingt, Anforderungen, die uns ankommen, können ein Nein sagen, weil wir eben ein Ja auch haben, dann können wir elastisch bleiben. Wir können Unvorhergesehenes können warmherzig begegnen. Ich finde, es war eine Hammerbotschaft. Dürfen Nein sagen, ohne schlechtes Gewissen, aber auch dürfen Ja sagen zu gewissen Sachen, von ganzem Herzen, weil wir eine Vision haben, weil wir Freude haben, weil wir Gaben haben und wir wollen elastisch und barmherzig bleiben. Ich musste schmunzeln, ich habe nämlich mir genau für heute vorgenommen, über Mitarbeiterschaft zu reden. Und ich dachte, kann ich das jetzt bringen nach dieser Predigt? Und dann habe ich gefunden, mal, es passt. Es ist ja nicht nur Nein, es ist auch Ja, was wir sagen dürfen. Aber einfach nicht zu allem und nicht zu nichts. Ja, genau, wir wollen ja dienen, wir haben ja den Wunsch, Ja zu sagen. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und es ist ja wirklich nicht so, dass wir Bedürfnisse nachrennen wollen, Löcher stopfen und überall dort, wo sie ein Loch haben, wollen wir Ja sagen, weil man sollte Ja und so. Das ist wirklich nicht die Idee. Wir möchten Gott fragen, wo sollen wir Ja sagen? So wie Jesus auch gewusst hat, was ist mein Auftrag? So dürft auch ihr Gott fragen, wo hast du einen Auftrag für mich? Auch gerade in dieser Gemeinde, aber auch in der Familie, an der Arbeitsstelle. Wir wollen ja nicht nur da dienen, wir wollen auch weiter überaus dienen. Ich bin zum Beispiel Leiterin vom Kids-Treff. Und ich habe dort nicht Ja gesagt, weil es halt jemand braucht, um mit den Kindern zusammen zu sein am Sonntagmorgen. Ich habe Ja gesagt, weil mir das ein Anliegen ist, dass die Kinder Jesus kennenlernen können, ihn erleben können, auch schon im kleinen Alter. Und da möchte ich auch einen Beitrag leisten.
Und ich sage nicht zu allem Ja, ich kann auch Nein sagen, ohne schlechtes Gewissen. Und das dürft ihr auch lernen, spüren, wo sage ich Ja, wo sage ich Nein. Ja, wir haben die Listen, die wir Leute brauchten. Die sind da vorne aufgeteilt, aber wir bleiben auch nicht bei dem stehen. Es steht bewusst auch unten dran, wofür schlägt dein Herz. Vielleicht hast du ein Ja genau zu etwas, das nicht da vorne steht. Und es hat mich auch gefreut. Letzte Woche ist jemand auf uns zugekommen und gesagt, ich möchte gerne etwas Neues ins Leben rufen in dieser Gemeinde. Das und das, wie seht ihr das? Das ist nie auf einer Liste, das steht da nicht in Rot. Aber die Person hat gespürt, hey, ich habe ein Ja zu dem, ich habe eine Vision. Und dann leibt man los, dann darf man sich reingeben mit seinen Gaben. Auch der letzte Schlüssel gefällt mir von der Elastizität und der Warmherzigkeit. Da habe ich gefunden, auch das können wir auf die Mitarbeiterschaft reinnehmen. Das hat mich so aufgestellt, der Christian Burgen, er war einmal mit mir in einer Kleingruppe nach der Predigt. Da haben wir gesprochen, ich weiss nicht mehr, was das Hauptthema war. Und dann hat er auch gesagt, ja, eigentlich sei er jahrelang hat er Worship gemacht in einem Worship-Team. Und jetzt hat er aber erfahren, dass wir ein neues Technikteam am Zusammenstellen sind. Und er hat jetzt gefunden, er würde sich da rufen lassen. Das mache ich er gern. Und die Vision ist ja bei ihm die gleiche. Er wünscht sich, dass wir in diesem Raum Gott anbeten, ihm können begegnen können, gute Musik haben. Und ob er jetzt vorne steht oder hinten steht, das ist ihm jetzt gleich in dem Moment. Er war elastisch und hat ein Ja gehabt zum Technikdienst. Es hat mich gefreut, eben, so dürfen wir auch mit Mitarbeiterschaft umgehen. Ja sagen mit Freude, mit Vision. Nicht einfach, weil man muss und weil es Löcher hat. Wir dürfen Nein sagen dort, wo nicht unser Platz ist. Und ab und zu dürfen wir auch da elastisch sein und sagen, ah, Herr, jetzt hast du es mir vor die Füße nicht da. Ich glaube, jetzt gehe ich auf die Not ein, gehe auf das ein. Thank you.